14 Siege aus 14 Spielen. Die SG Rauenthal-Martinsthal ist der Überflieger in der bisherigen Saison der Kreisoberliga Rheingau-Taunus. Für eine perfekte Hinrunde fehlt nur noch ein Sieg im heutigen Topspiel gegen den Tabellenzweiten, den SV Pressberg. Trotz des tristen Wetters fanden knapp 300 Zuschauer den Weg auf den Rauenthaler Waldsportplatz. Diese bekamen jedoch in der ersten Halbzeit wenig bis keine spielerischen Highlights zu sehen, was aber auch dem schwierig zu bespielenden Hartplatz geschuldet war. Die Gastgeber agierten jedoch insgesamt etwas gedankenschneller und provozierten immer wieder Standardsituationen. Aus einer fiel dann auch der Führungstreffer. Nach Flanke von Patrick Claudi köpfte Nico Sturm aus ca. 8 Metern freistehend ein, obwohl der Ball nicht ganz unhaltbar schien. Beide steigen hoch, der ist Kapitän von denen, ziemlich lange, gut getroffen, mich überrascht, ich habe damit nicht gerechnet. Ich hätte ihn eigentlich haben müssen. Bis zur Pause neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld, ehe Pressbergs Nasser Kelmakschi kurz vor dem Pausenpfiff mit Rot vom Platz flog, nachdem er Lukas Hensel mit dem Ball abwarf. Ein Bärendienst für die Gäste, die nun eine Halbzeit lang zu 10 weiterspielen mussten. Das Fehlen eines Spielers merkte man den Gästen zunächst nicht an. Richtig durchschlagskräftig agierten sie allerdings auch nicht. Ganz anders Rama. Nach einem langen Ball von Wolfgang Bruns stand Lukas Hensel urplötzlich frei vor dem Tor und verwandelte Wolle zum 2:0. Zwar investierten die Gäste im Nachhinein weiter viel, doch Bülent Arthas ließ gleich zwei gute Chancen zum möglichen Anschlusstreffer verstreichen. Nach 75 Minuten immer noch mit 2:0 im Rückstand, dazu mit einem Mann weniger. So langsam gingen den Gästen die Hoffnung auf einen Punktgewinn und auch die Kondition verloren, was Rama-Coach Daniel Löbelt als logische Konsequenz erachtete. In der zweiten Halbzeit hatten wir halt, sag ich mal, den Vorteil, dass wir dann ein Mann mehr waren. Und wenn man da das Tempo hochhält, dann ist es eigentlich letztendlich klar, dass irgendwann die Kräfte nachlassen bei den Gegnern. Und da konnten wir dann, sag ich mal, spielerisch vielleicht auch ein bisschen mehr machen, weil die Räume einfach da waren. So kam die sehr effiziente SG Rauenthal-Martinsthal zu weiteren zwei Treffern. Nach einem Freistoß von Sir Konradi landete der Ball vor den Füßen von Lukas Hensel, der den Ball zu seinem zweiten Treffer über die Linie buxierte. 3 Minuten später lenkte dann nach einem Querpass von Nico Wölke Pressbergs Kapitän Mustafa Aktan den Ball unglücklich ins eigene Netz. Immerhin, zu einem Ehrentreffer durch Mittelfeldmann Helmut Preisler reicht es dann noch für die Gäste, die in den Schlusssekunden einen weiteren Platzverweis hinnehmen mussten, nachdem Nuri Keskin wegen wiederholtem Foulspiel gelb-rot sah. Danach war mehr oder weniger Schluss. Und der 15. Rama-Sieg im 15. Spiel unter Dach und Fach. Für den souveränen Tabellenführer gilt aber trotz der fast unheimlichen Siegesserie von Spiel zu Spiel denken. Irgendwie läuft's. Das ist schwer. Wir haben jetzt 10 Punkte Vorsprung und wir wollen weiter an uns arbeiten und Punkte holen, jeden Sonntag.